Hallo und willkommen bei unserem Retro-Sonntag. Um die Serie zu vervollständigen, spielen wir heute Warcraft 3 The Frozen Throne. Heute wieder dabei der MK und der Speedy. Auch von mir ein großes Hallo. So, dann würde ich sagen, Optionen sind ja genau wie bei Warcraft 3. Dann steigen wir direkt mal in den Einzelspieler ein und schauen uns mal dieses Meisterwerk an, was sich geschichtlich direkt an die Geschichte von Warcraft 3 Reign of Chaos anschließt und die Geschichte von Arthas zum Lichtkönig beschreibt, die dann in World of Warcraft weitererzählt wird. Ja, würde ich sagen, legen wir los. Legen wir uns jetzt gerade noch einen neuen Benutzer an. Machen wir das doch. Genau. Erzeugen und auswählen. Ja, und dann steigen wir direkt ein. Und auf geht's. Ich denke, wir fangen dann an mit der Wächterkampagne. Genau. Ja, und da sehen wir unseren guten Freund, den Illidan. Doch ich werde gejagt. Doch ich werde gehasst. Nun sehen meine blinden Augen, was anderer nicht geht. Der hat einen auf Zeus gemacht. Ja, Illy, danke. Aber das ist auch wieder eine dieser absolut genialen Blizzard Cinematics. Das ist einfach nur wunderschön anzugucken. Und vor allen Dingen für damalige Verhältnisse war das auch richtig cool. Ja, Blizzard kann das haben. Release the Kraken. Release the Dragon? Nein, der Naga. Ja, was war's denn? Release the Kraken. Ja, es dürfte irgendwo an der Dunkelküste sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das muss ja irgendwo da hinten im Kontinent sein bei den Nachtelfen. Ja. Ich weiß nicht, ob das Desolace ist, wo die da rausgekommen sind. Ja. Die zwei gehen jetzt auf alle Fälle zur Grillparty, so wie es aussieht. Der dritte kommt auch noch mit. Zielt denn fort. Und bringt all jenen Untergang. All jenen, die sich uns entgegenstellen. Illidan hat auf alle Fälle den Durchblick. Das kann man feststellen. Aufstieg der Naga. Diese Spuren sind frisch, führen aber in entgegengesetzte Richtungen. Illidan muss Hilfe von jemandem bekommen. Meine Schatten. Ihr Beobachterin bildet zwei Gruppen. Durchsucht den Wald. Findet, was möglich ist.
Wir treffen uns weiter küstenaufwärts. Das haben die bestimmt mit Schatten lang im Deutschen übersetzt, wenn sie das übersetzt haben. Nicht ihn ohne uns andere zu ergreifen. Weil Schatten liegt, klingt doof. Ein Angriff alleine wäre viel zu gefährlich. Ja, Herrin. Alle anderen folgen mir. Und sie macht einen auf Legolas. Alle Bogen. Legolas. Vergiss Legolas. Legolas ist voll der Noob. Wir müssen uns sputen. Sind wir auch im Spiel. Das Spielprinzip ist immer noch exakt dasselbe wie im normalen Warcraft 3, nur mit einer anderen Story. Das Dorf ja, wurde halt geplündert. Die Fortsetzung, wie es weitergeht, beziehungsweise, ob das Dämonen ich weiß gar nicht, ob es direkt dran anschließt oder ob es auch zum Teil parallel spielt. Vielleicht ist das jetzt schon viel zu lang her bei mir. Ist nix. Seid wachsam, meine Schwestern. Man kann nie wissen, welche Schrecken Illidan zu Hilfe gerufen hat. Da leuchtet was. Eine Rune. Geh zur Rune. Hol sie dir. Ich kann nicht mehr warten. Das Wölkchen hat aber merkwürdig ausgesehen. Hat's drauf mit einem. Für die Beobachterinnen. Ja, grafikmäßig hat sich da auch nicht allzu viel getan. Ist halt die komplett gleiche Engine. Im Prinzip haben sie mit dem Map Editor neue Kampagnen gemacht. Aber es ist halt Blizzard, richtig viel Spieltiefe und viel Spaß. Und Herrin, die Firbolgs sind der Verderbnis des Waldes zum Opfer gefallen. Es ist, als wäre blinde Tobsucht über sie gekommen. Ach, die armen Firbolgs. Ihre Stämme litten besonders unter der Invasion der Legion. Sie sind nicht zu retten. Ich weiß noch, wie lange ich in World of Warcraft bei denen gequestet habe. Ich werde die Jagd beenden. Oh mein Gott. Wie ich vermutete. Die ganze Art ist verrückt geworden. Tötet sie alle. Die Beobachterinnen. Was ich interessant finde, ist, dass die Steinstatue brennt. Die Zeit ist gekommen. Das Ende rückt näher. Ich meine, so diese Holzhütten, das kann ich mir ja nur vorstellen. Aber warum brennt die Steinstatue? Oder ist das einfach eine normale Holzstatue? Für Gerechtigkeit. So eine trojanische Statue. Genau, genau. Wir tun einfach so, als wäre es auf Stein. Ich kann nicht mehr warten. Okay, hier ist nix. Die Schuldigen werden leiden. Die Zeit ist gekommen. Die Verderbnis der Legion hält das Land noch immer im Würgegriff. Na, da gibt's nichts mehr. Ich kann nicht mehr warten. Ah, gut, dann geht's halt mal. Warte nach oben. Ich werde die Jagd beenden. Hinterhalt! Die Saartüren greifen an. Treibt die nichtswürdige Brut zurück. Illidan hat also elende Saartüren geschickt, um uns aufzuhalten? Er scheint verzweifelt zu sein. Ich kann nicht mehr warten. Was ich schön finde, ist, dass es hier halt direkt losgeht. Das ja. Wie gesagt, schön finde ich halt, dass es hier direkt losgeht und nicht erst noch wieder eine halbe Stunde. Die Zeit ist gekommen. Beigebracht bekommst, wie du deinen Finger knicken musst, um einen Mausklick zu machen. Die Entwickler gehen davon aus, dass entsprechend leiden. Das alte Spiel schon gespielt wurde. Ich kann nicht mehr warten. Herrin Shadowsong, ein Glück, dass wir euch gefunden haben. Bericht. Unsere Zeit. Alles meins. Meine Gruppe wurde von einem blutrünstigen Wildekin angegriffen. Offenbar hat die Begegnung mit Illidan das Geschöpf wahnsinnig gemacht. Das ist aber ein großes Wildekin, muss ich sagen. Es noch angreifen mag. Ist das so eine schräge Eule? Genau, das ist eine Eule. Die Eulen haben damals noch anders ausgesehen. Mondfeier. Die Schuldigen werden leiden. Illidans neue Handlanger haben auch hier zugeschlagen. Sie sind blutrünstig und furchtlos, wer immer sie sind. Ah, stimmt, du hast eine optionale Quest gerade bekommen. Und eine neue Fähigkeit. Das Ende rückt näher. Das Ende aller Tage. Die Zeit ist gekommen. Oh, eine Runde des Monats. Eieieiei, Mädel, komm in Wallung. Ich werde die Jagd beenden. Sie waltet doch schon. Die Zeit ist gekommen. Du musst das wilde Kind töten. Das ist die Kreatur, die wir suchen. Tötet sie schnell und erlöst sie von ihrem Elend. Das wilde Kind. Die wilde Kind. Was auch immer. Für die Beobachter. Oh, da kommen noch mehr. Kleine wilde Kind. Die Schuldigen werden leiden. Das
Ja, eine Bogenschütze seems to sharing. Illidan ist irgendwo da draußen. Ich warte auf euch. Oh, hallo. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Ich kann nicht mehr warten. Wirklichkeit. Sehr schön. Ich werde die Jagd beenden. Ich kann nicht angreifen. Die Schuldigen werden leiden. Nein. Nee, das war nur die Optional Quest. Ich bräuchte mal irgendwas zum Heilen. Ich will meinen Arthas zurück. Da, ich werde die Jagd beenden. Ich habe Gerechtigkeit wird geschehen. Die Zeit ist gekommen. Ihr wurdet geheilt. Die Schuldigen werden leiden. Mit Arthas wäre das nicht passiert. Da, Herrin, das müssen die Kreaturen sein, die wir suchen. Brennende Nager haben. Elende Nachtelfen sind keine Gegner. Scheint, diese Stadt hat ein Nagerproblem. Viele dreiste Völker haben über Jahrhunderte vielleicht sollte man einen Rattenfinger holen. Keines hat überlebt. Elendes Weib, wir werden die Oberfläche zurückerobern und euer garstiges Volk endgültig vertreiben. Ja. Das Ende rückt näher. Für die Beobachterinnen. Dies ist das Ende aller Tage. Aschall Teradas. Für Gerechtigkeit. Aschall Teradas. Genau, das hat mir auch gesagt. Was? Noch ein Spaß, bitte. Das finde ich jetzt nicht nett. Hier. Ja. Ja. Den. Da draußen. Und der häkelt jetzt auch noch sein Fett. Diese armen Leute wurden ermordet, genau wie die anderen. Illidan muss sich für vieles verantworten. Wenn ich mit ihm fertig bin, wird er sich wünschen, er wäre noch in seiner Zelle. Aber diese Wracks, warum zerstören sie Schiffe? Ich weiß nicht. Vielleicht ist er hinaus aufs Wasser. Das sonderlich interessieren würde, dass er so einen kleinen Spitzhofer beigewackelt kommt. Vielleicht finden wir dort ein Schiff und können Illidan hinterher segeln. Ich werde die Jagd beenden. Die Schuldigen werden leiden. Oh, wir haben einiges an Einheiten verloren. Das Ende rückt näher. Ja. Verflucht. Ich werde die Jagd beenden. Da kommen gleich bestimmt wieder neue. Ich kann nicht mehr warten. Die Schuldigen werden leiden. Heilen wir uns gerade mal ein bisschen. Ein Mondbrunnen, sehr schön. Pinkelt wieder voll. Die Dinger stehen in Heroes of the Storm Gott sei Dank auch überall rum. Kein Wort mehr. Feuer. Und weiter geht's. Also was man nicht sagen kann, ist, dass das für eine erste Mission langweilig ist. Auf keinen Fall. Also hier hast du doch alles halt ordentlich zu kloppen. So. Aschall Teradas. Und wenn du gut aufpasst, lernst du sogar vielleicht eine Fremdsprache. Naja. Ich kann nicht dann würde ich dann lieber doch Protoss lernen. Entaro Adun Kassaka. Könnten wir uns auch in den Retros angucken. Und das Darkseid. Wir haben sehr viele, was wir mal Retros anhalten können. Ja, vor allen Dingen haben wir ziemlich viel vom Blizzard, was wir machen können, weil das alles super Sachen sind. Den Rest meiner Gruppe okay. Aber schauen wir mal, was wir machen. Wir haben ja jetzt schon ein paar Sachen geplant für die nächsten Wochen. Auf die ihr euch sehr gut freuen dürft. Genau, nächste Woche gibt es dann noch einen Einblick in die zweite Kampagne hier von The Frozen Throne. Nachtelfenbeobachterin. Ich wusste, dass man und danach, lasst euch überraschen. Ihr werdet meine Kriegerin sofort freilassen. Nein, schon wieder jemand gestorben. Und Scheiß. Der Meister hat eure Spielchen immer, Leute. Das ist wie Game of Thrones. Stipp, Elendiger. Ich kann nicht mehr warten. Die Zeit ist gekommen. Oh. Hier noch irgendwas? Ja, die kriegen jetzt noch auf sich. Für die Beobachterinnen. Mann, du kriegst voll Bogenschützen. Ja, die Alten haben schon fast aufgebraucht. Die Schuldigen werden leiden. Beim Licht des Mondes. Interessant, dass das wir vergeuden hier unsere Zeit.
Ich werde die Jagd beenden. Man vergeudet nie seine Zeit, wenn man für Gerechtigkeit. Damit hätten wir jetzt auch alle optionalen Quests auf der Map, oder? Guck mal auf den Quest rein. Ja. Die Zeit jetzt ist müssen gekommen. Wir noch eine Hauptquest entdecken. Hier lang. Ja, die wird wahrscheinlich von selber kommen. Ich ja, werde die Jagd gesagt. Beenden. Es kommt wahrscheinlich ein epischer Bossfight gegen Illidan. Ich rieche etwas Garstiges im Wind. Sprengt das Dämonen. Klopft einfach so lange an, bis es aufgeht. Ja, was ich hier in Warcraft halt echt schön finde, sind diese wirklich vielen Ingame-Zwischensequenzen. Das ist wirklich echt schön gemacht. Und die Story bringt es echt schön voran, wie das Boot gerade abgedockt hat. Oh Mann. Diese Schiffe müssen verbrannt werden. Der Meister wünscht keine Verfolger. Ich darf Illidan nicht abermals entkommen lassen. Wir müssen diese Naga töten, bevor sie die Schiffe verbrennen. Ihr kommt zu spät, kleine Wächterin. Der Meister ist längst zu fernen Ufern aufgebrochen. Doch möchte er sich für die Gastfreundschaft während seiner Gefangenschaft bedanken. Er bat mich, es euch zu vergelten. Mit gleicher Münze. Ihr könnt es gern versuchen, Ungeheuer. Ich kann nicht mehr warten. Naja, ich würde jetzt ein bisschen zusammenziehen. Ja, das Problem könnte ich dann so auf die Schiffe anhalten. Für die Beobachterinnen. Aschal Teradas. Für die Beobachterinnen. Mach einen Doppelklick auf einen Bogenschützen und markierst du alle Bogenschützen. Ein Schuss, hab ich ein Treffer. Versuchen wir mal. Da hauen irgendwelche Nahkämpfer auf deine Leute ein. Die Zeit ist gekommen. God damn it. Das Ende rückt näher. Für Gerechtigkeit. Ich kann nicht mehr warten. Ich mach mit, unser Held ist gefallen. Ich hab keinen Kämpfer mehr. Bin so schlecht. Und dann sieht man, man kann auch in einer ersten Mission sterben. Ich habe ja gesagt, das ist, es geht direkt richtig los, wenn man da nicht komplett drin ist, Lass uns es nochmal versuchen. Genau, ich würde aber sagen, wir schneiden dann jetzt so weit, bis wir wieder an dem Punkt sind und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis zum Ende vom Aufstieg der Naga.
das, ihr Narren? Diese Schiffe müssen verbrannt werden. Der Meister wünscht keine Verfolger. Ich darf Illidan nicht abermals entkommen lassen. Und da sind wir wieder zurück. Wir sind wieder bei dem Endkampf und hoffentlich läuft's jetzt besser. Schauen wir mal. Jetzt stürmen wir auf alle Fälle nicht komplett rein und versuchen so mal nach und nach zu ziehen. Rein zeitlich sollte das passen. Die Bogenschützen lassen wir jetzt aber ein bisschen hinten stehen. Dann sollte das alles hinhauen. Ihr könnt es gern versuchen, Ungeheuer. Ich warte auf euch. Gerechtigkeit wird geschehen. Sagte ich nicht was von bleibt hier hinten? Du solltest sie schon so hinstellen, dass sie schießen. Ich will die aber erstmal abwarten lassen. Oh mein Gott! Ich werde versuchen. Die Jagd wartet. Ihr seid am Zug. Vorwärts. Gerechtigkeit wird geschehen. Das ist gut, wir haben so viele Bogenschützen. So, Flugeinheiten abgewehrt. Ihr seid am Zug. Viel zu lang. Die Jagd wartet. Mädel! Das Ende rückt näher. Aschall Terradas. Ja, genau, erstmal die an Bord. Hier oben noch irgendwas? Nee. Nein. Ich warte auf euch. Fertig. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Die Schuldigen werden leiden. Du nicht kriegen Kerze! Oh? Das ist aber eine enge Geschichte. Ach was, das geht noch. Gerade so hier. Yay, wir haben es geschafft. Herrin, glaubt ihr, wir können Illidan besiegen, falls wir ihn finden? Illidan ist mächtig geworden. Daran besteht kein Zweifel. Er besitzt die Macht des Schädels des Gul'dan. Nun ist er weder Nachtelf noch Dämon, sondern mehr. Herrin, warum hegen die Naga einen solchen Hass gegen uns? Hoffen wir, dass die Zeit alles ans Licht bringt. Nun aber schnell. Illidan hat einen erheblichen Vorsprung. Wir müssen ihn fangen, ehe er noch mehr Schaden anrichtet. Tschüss! Warp 9, Mr. Later. Machen Sie so. Auf jeden Fall. Das war die erste Mission. Genau, schauen wir uns noch ein bisschen die zweite Mission an. Wollen ja hier noch nicht alles zeigen, ihr sollt ja selber noch Spaß beim Spielen haben. Aber nur, damit man so einen kleinen Eindruck bekommt. Also ich finde es von den Szenerien, finde ich hier das Addon wesentlich gelungener als das Hauptspiel. Also hier haben sie sich richtig ausgetobt. Aber gut, das kennt man ja aus World of Warcraft von den ganzen Naga-Gebieten. Es ist halt alles ziemlich überwachsen, ziemlich maritim alles. Ich erkenne sie. Dies war einst die große Stadt Suramar, die erbaut wurde, ehe Saruma! Naja, nicht ganz. Aber wie kann... Wollt ihr andeuten, diese Inseln wurden irgendwie vom Meeresgrund geborgen? Möglich. Doch. Wie die Naga das auch immer hinkriegen, irgendwelche Inseln auf- und abtauchen zu lassen, da sind die ja wirklich ganz groß drin. Die haben die Macht. Nee, bestimmt nicht. Die blubbeln so lange da unten in die Insel rein, bis die Insel aufsteigt. Wir Schwestern. Errichten wir einen Stützpunkt in diesem Gebiet, damit wir die Jagd nach More Orbs! Wunderbar, gerne. Das ist schön, dann sehen wir nochmal ein bisschen Basenbau mit denen. Da haben wir dann unseren Baum des Lebens, mit dem wir Irrwichte machen. Das sind unsere kleinen Bauleute, wenn du so willst. Das ist gut, Hauptquest. Illidan finden. Und der Stufe Illidan suchen. Dann können wir hier weitere Bogenschützen und Jäger ausbilden. Das ist schön. Schön. Zeigt den Weg.
Ihr beide seid wieder Gruppe 1 und dann würde ich sagen, bauen wir doch mal ein bisschen. Das ist das. Ja, was ich schön finde hier, ist zum Beispiel im Vergleich zu den Orks, was man in unserer anderen Folge gesehen hat, die müssen hier nicht die ganze Zeit hin und her laufen, sondern die verdienen, während die da drin sind, die Orben da dran rum. Genau, und vor allen Dingen das Schöne ist, man kann die Gebäude umsetzen. Du bist ja auch so einer, der Terraner spielt, oder was? Boah, meine Einheiten sind super scheiße, aber sie können fliegen! Ach was. Sag nichts gegen meine Bäumchen. Was haben wir hier? Mondstein kaufen. Mondstein, Flieg und Sieg! So, dann noch ein Irrwicht und dann machen wir einen Mondbrunnen hier unten hin. Das hier ist Ausbau, das ist wichtig. Machen wir mal alles. Und mit den restlichen Geldern würde ich sagen, holen wir uns noch ein paar Kampftruppen. Die Jagd wartet. Wir sind jetzt schon Level 3, können immer noch nichts weiteres machen. Oh ja. Wie kann ich der Göttin dienlich sein? Und es ist schön, dass die so schön stealthen. Das liebe ich ja nach der Elfen, dieses Stealthing. Ich bin bereit. Es gibt nichts Cooleres als gestealthte nach der Elfen. Doch. Tote gibt es stealthte nach der Elfen. Mein Druide gibt dir gleich ein. So cool, wie die Leichen da vorne. Okay, die Todesanimation nach dem Modellsterben der Schwan hat schon wirklich was. Kein Wort mehr. Der Mond scheint auf die Schwere. Aber wie gesagt, zeig hier noch ein bisschen Aufbau, ein bisschen. Und dann würde ich auch sagen, dann ist das auch genug, denn wir wollen hier ja nicht die großen Plot-Twists und alles aufzeigen. Die Leute sollen ja noch ein bisschen selber zocken. Im Idealfall rennst du einfach nur mit den Utum der Beschützer da durch und machst dann platsch, 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 wie so Ents. Wie im letzten StarCraft mit Kerrigan. Du hast keine anderen Einheiten außer Kerrigan gebraucht. Was brauchst du denn schon mehr als Kerrigan? Ich bin bereit. Ja, nicht. Also du kamst prima durch, indem du nur mit Kerrigan rumgelaufen bist. So, die beiden. Tut, was ihr am besten könnt. Oh, wir werden angegriffen! Vorsicht, Schwestern! Wir wissen nicht, was diese Kreaturen für uns im Petto haben. Du solltest deinem Baum vielleicht ein bisschen helfen. Ach, was? Der Baum brennt! Der Baum hat schon so ein Bart! Für Gerechtigkeit! Gleich nicht mehr. Ach, das klappt. Die Zeit ist gekommen. Euer Gebäude ist fertig. Sing. Aschall Terradas. Das hatte ich jetzt auch gesagt. Genau, auf jeden Fall. Guck mal, da fliegt was. Ist hier irgendwo was? Ich glaube, hier unten sind noch ein paar, die wollen ein bisschen Spaß und Freude. Aber ich denke, wir haben genug Einheiten, um ein wenig Unfug zu machen. Genau, ich würde sagen, wir rennen jetzt noch da unten in die Ecke und schauen noch mal, was da ist. Und dann entlassen wir euch in den schönen Sonntag. Attacke! Gerechtigkeit wird geschehen. Zeigt den Weg. Illidan ist irgendwo da draußen. Ich warte auf euch. Die Jagd wartet. Die Zeit ist gekommen. Den großen habe ich, den habe ich. Für die Beobachterin. Und du hast eine Keule gefunden. Für Gerechtigkeit. Plus 1 Kraft. Sehr nice.
Und wir haben einen Laden gefunden. Und noch mehr Goblins. Muggels. Wir müssen uns. Nee, das sind keine Muggels. Und das sind auch keine du nicht kriegen Kerze. Forschung abgeschlossen. Für Gerechtigkeit. Ich werde die Jagd beenden. Genau, hier bei dem Spiel. Ich glaube, das haben wir aber in Reign of Chaos auch schon mal kurz gezeigt, die Goblin-Läden. Gehst du noch mal kurz dran? Da kann man sich Items kaufen, wie hier zum Beispiel den Krummstab oder da unten die Rolle der Heilung oder Stadtportal, womit man dann direkt wieder in seine Stadt zurückkommt, was manchmal ganz sinnvoll ist, weil zum Beispiel hier die zweite Mission der Kampagne ist relativ lang, deswegen wir spielen die jetzt auch nicht komplett durch. Ihr sollt ja auch noch was von dem ganzen Spiel haben. Ich würde sagen, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Nächste Woche zeigen wir noch einen kleinen Footage aus der zweiten Kampagne. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Einen schönen Sonntag euch. Auch ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!